herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go. Eine klitzekleine Pause gab es. Für die Leute, die das regelmäßig verfolgen, tut mir leid dafür. Jetzt sollte es aber normal weitergehen. Ich hatte ein Dicta in meinem Ball und das habe ich jetzt mal abgeholt. Das war auch dringend notwendig, weil es gab 99.999 Erfahrungspunkte. Deswegen ist es nur Level 47. Und ja, das hat es wahrscheinlich schon eine ganze Weile und deswegen war es eher kontraproduktiv. Aber ich bin mal gespannt, ob ich vielleicht trotzdem viele Bonbons bekomme oder ob das dann wahrscheinlich tatsächlich die Grenze gewesen ist. Also man sollte es schon regelmäßig abholen. Natürlich wird sich jetzt Dicta entwickeln, ist ja logisch, ne? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es sich erst bei Level 50 entwickelt hätte. Aber ja, das gibt dann auch wahrscheinlich einen neuen Pokédex-Eintrag, glaube ich. Und zwar Dicktri. Mit der verkannten Vereinten. Oh Mann. Ja, genau. Mit der vereinten Kraft von drei Dicta gräbt es sich bis zu 100 Kilometer tief in die Erde. Berichten zufolge löst dies mitunter Erdbeben aus. Macht Sinn, es kann auf jeden Fall die Attacke Erdbeben erlernen. Und Triplette kann es jetzt lernen, okay. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Geofrisur, Erdbeben, Tiefschlag, Schlitzer. Schlitzer weg? Wie gut ist Triplette? 80. Das ist schon... Ja, machen wir. Beide von Typ Normal, warum nicht? Dann Triplette. Ich weiß nicht, ob ich einen Dicktri jemals so weit hatte. So, Daten von diesem Ausflug. Normalerweise müsste das auf jeden Fall weiterlaufen. Pokémon Go Erfolg 4313. Leider weiß ich die Zahlen von den letzten Malen nicht. 7250 Mal eingesetzt und davon 4000 Mal Erfolg. Interessant. Gemeinsame Schritte 120.230. Und geil. Der Trainer hat 39 Mal reagiert und wurde auch 39 Mal gerufen. Ja, klasse. Drei Sonderbonbons. Ach du Scheiße. 89 Dicta-Bonbons, 89 New-Bonbons, Robust-Bonbon 1, Herzschuppe 1. Eine Herzschuppe, ey, immerhin. Also, ne? Eine Herzschuppe. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich die abgeben muss, aber ich bin gespannt. Bisherige Ausflugsdaten. Gemeinsame Schritte 200.000. Spaß gehabt. Besonders viel Spaß gehabt. Ja, da habe ich definitiv nichts mehr in der Richtung gemacht. Okay. Aber ja, man könnte fast sagen, so 50% hat man mit Pokémon Go Erfolg. 50 Punkte erreicht, ja. So, nochmal 29 Dicta-Bonbons. Also dann müsste es ja die 99 Bonbons kann man noch... Oi. Sonderbonbons 150. Ach, heje. Ich würde sagen, die Sonderbonbons sind voll. Schauen wir gleich mal in den Beutel nach. Ja, ich wollte doch mit dem Ball spielen. Ich habe aus Versehen Nein gedrückt. Das übe ich nochmal. So, und zwar Beutel. Und in dem Beutel gibt es eine Bonbonglas, genau. Ah, nee, 999. Okay, es ist noch Platz. Es ist noch Platz für Sonderbonbons, auch wenn ich nicht weiß, was ich mit Sonderbonbons machen soll. Da, Dicta-Bonbons, 118. Heftig. Na gut, da werde ich wohl
Dann werde ich wohl nach dieser Folge mir mal aussuchen, was ich als nächstes in meinen Beutel nehme. So, wir haben den Richter bekommen. Genau, wir haben die Richterfunktion bekommen. Dann gehen wir doch mal in den Pokémon-Beutel. Heißt doch so, oder? Pokémon Box, nein, Pokémon Box. So, und dann schauen wir uns als allererstes das Evoli an. Bericht. Y. Gut, Schütteln funktioniert. 100% Evoli. Ist völlig normal. Euer Partner-Pokémon hat 100%. Hier können wir es sehen. Ten hat 100%. Ist überall sensationell. Das Golbat hier in meinem Beutel hat zumindest mal einen Spezialangriff auf volle Punktzahl. Ich weiß gar nicht, 31 glaube ich. Und Angriff nur sehr gut. Der Rest ist nicht übel. Naja. So. Okay. Trigaria. Geowatz. Ja, das Mew kann sich definitiv sehen lassen. Hey, immerhin sind drei Werte auf Max, KP, Verteidigung und Initiative. Angriff nur auf Fantastisch ist nur ein, ich glaube, ein oder zwei weniger. Vielleicht sogar nur einen weniger. Dann war sehr gut, sogar nicht ganz so gut, glaube ich. Ja, hat auf jeden Fall exzellentes Potenzial. Ich weiß jetzt nicht, ob Mew unbedingt Spezialangriff brauche. Ich glaube ja. Aber hey, immerhin Verteidigung. Boah. Nicht so doll. Auch nicht so doll. Oh. Karo! Ja, Mann! Das sieht ja richtig gut aus. Cool. Cooles Karo. Ja, vielleicht hätte ich mir auch einfach das Bisasam holen sollen. Ja, das Kapador ist aber auch nicht schlecht gewesen, was ich mir gekauft habe. Ha ja, geil. Schilling, ne? Ja, Schilling. Oh, Schilling hat leider nur ein, ist einfach nur schnell und sonst leider nicht so übel, nicht übel. Oh, krass. Hätte nicht gedacht. Onix hat auch sehr viele schöne Werte. Wahnsinn, richtig voll sogar. Das Enton ist auch nicht schlecht. Das Rhyhorn geht so. Ja. Snedbo. Okay. Ja, da kommen jetzt ganz viele Wiederholungen wahrscheinlich. Da wäre zum Beispiel noch ein Shiki. Oh, was sagt denn das Relaxo? Relaxo? Nee, Relaxo. Nee, ist doch in Ordnung. Irgendwie kam mir das gerade komisch vor. Achso, mit A-Knopf geht's auch? Nee, falsch. Nein. Nochmal zurück. Jetzt. So, da haben wir's. Ja! Drei Werte auch sensationell. Ja, warum nicht? Angriff könnte ein bisschen höher sein. Mit Goldkronenkorken kann man das verbessern. Schön. Sehr, sehr schön. Wissen wir schon mal Bescheid. Habe ich mit der schon gesprochen? Ich glaube wohl anscheinend. Ich weiß es nicht. So ein Ärger. Ich muss nach Lavandia. Aber dieses riesige Pokémon hat sich einfach mitten auf die Straße gelegt und schläft jetzt. Tief und fest. Wie soll ich da vorbeikommen? Was? Der Weg ist jetzt frei, sagst du? Oh, tausend Dank. Ja, bitte, bitte. Wir mussten halt durch. Azuria City nach Lavandia zu gelangen, solltest du offenbar den Felstunnel durchqueren. Ja, genau das sieht man durch dieses Fernglas. Genau. Die Aussicht von hier ist einfach umwerfend. Umwerfend natürlich. Na gut, dann ist sie das. Da hätten sie ja eigentlich mal was anzeigen können, oder? Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, originelle Spitznamen für sie zu finden. Meine Pokémon kriegen fast täglich neue Namen von mir. Oh mein Gott. Weil mir die alten nicht mehr gefallen.
du bist ja einer. Wenn du nach Lavandia willst, durchquerst du am besten den Felstunnel. Das stand oben schon. Du kannst ihn von Azuria City aus erreichen. Jo. Aber da will ich doch gar nicht hin. Ich bin jetzt auf Route 11. Und da kommt ein Taubsi. Ah, geh weg. Ja, flieg doch ins Haus rein. Ich habe meine Pokémon mit viel Hingabe trainiert. Jetzt müssten sie kampfbereit sein. Das sehen wir jetzt mal. Was hat sie denn? Pummeluff? Tanja? ja, anscheinend. Ah, der Flor. Karo vielleicht? Hat auf jeden Fall mal eine Kampfattacke, also warum nicht? Oh nee, Gesang. Oh Gott sei Dank, hat verfehlt. Ich weiß zwar nicht, wie Gesang verfehlen kann. Karo hat sich die Ohren zugehalten. Ich sehe zwar keine Ohren an Karo, aber ja. Volltreffer. Besiegt. Ich weiß gar nicht, wie stark das überhaupt war. Wahrscheinlich ist das gar nicht stark. Nidoran. Ne, Nidorina. Nidorina. Wir bleiben dabei. Kann aber sein, dass das ein reines Gift-Pokémon ist. Macht nichts, ich setze Schaufler ein. Hat Biss eingesetzt, natürlich verfehlt, weil ich hier gerade Schaufler einsetze. Und One Hit, Level 16 ist das nur. Ah ja, ja dann. Dann ist das ja nicht so spektakulär. Level 33 hat trotzdem Karo erreicht, trotz dieser paar Mini-Erfahrungspunkte, nenne ich das jetzt mal. Oh, Feuerwirbel. Feuerwirbel ist auf jeden Fall besser als Blut. Na, dann nehmen wir das mal. Tschüss, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, gibt natürlich dann auch nicht besonders viel Kohle von der. So, wo geht's hier eigentlich weiter? Den Matrosen hier, dann da oben das Item, dann der komische Spieler wahrscheinlich. Ich bin der Stärkste in meiner ganzen Crew. Alles klar. Du meinst du muskeltechnisch oder von deinem Pokémon, Valentin? Oh, ein Fleckmon. Da passt ja Bisaflor wie angegossen. Auch wenn Bisaflor gar nicht aufgeladen ist. Rasierblatt? Ja, Rasierblatt. Natürlich, One-Hit. Level 18 nur. Also hier sind definitiv die Pokémon nicht besonders stark. Wenn ich gewinnen will, muss ich wohl stärkere Pokémon in den Kampf schicken. Hast du welche oder wie? Oder trainierst du dir jetzt welche? Eventuell komme ich hier in... Ach, wie heißt denn jetzt die Stadt nochmal? Naja, egal. Erstmal hier kämpfen, 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 damit die Kämpfe weg sind. Quasi. Isdor, der Rollenspieler. Mit einem Dicta.
Ja, dann Rasierblatt drauf und das. Level 26, wow. Das ist halt schon eine andere Nummer. So ein bisschen. Die Würfel sind gefallen. Tja, 3000, dankeschön. Super. Das ist mal eine Belohnung. So. Sprühdose, Superschutz. Sehr nice. Genial, genial. So, hier. Aha, ein Traumato. Ja, hallo? Wie leicht man den hier ausweichen kann, das war früher nicht so. Na, hast du auch sicher nicht vergessen, das Licht auszuschalten? Meinst du bei mir zu Hause? Ich denke nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke nicht. Ich bin mir trotzdem nicht sicher. Jürgen, der Elektriker. Jetzt natürlich Magnetilo ein, also irgendein Elektro-Pokémon muss er ja einsetzen. Na gut, ich bleib trotzdem bei Bisaflor und setze einfach Rasierblatt ein, weil ich denke, selbst wenn das nicht sehr effektiv ist. Was? Wow. Du kannst ein Rasierblatt von einem Bisaflor Level 34 aushalten, Magnetilo Level 18? Das ist ja hart. Das finde ich aber hart. Dabei ist das, glaube ich, neutral. Zumindest stand da nichts. Donnerschock. Bisaflor hat noch 41, jetzt 38 KP. Hab ich jetzt vorhin nicht getroffen oder was? Es ist verwirrt. Er setzt ein Rasierblatt ein. Gut. Nicht sehr effektiv, tatsächlich. Es ist nicht sehr effektiv und trotzdem hat es Magnetilo nicht besiegt. Krass. Okay. Jürgen, Voltoball. Ja, dann wechsle ich jetzt. Caro. Und sieht immer noch aus wie ein Pokéball. Freue mich schon, wenn ich mal wieder auf ein Pflanzen-Pokémon stoße und Feuerwirbel einsetzen kann mit Caro. Ausgeknipst, die Kinder heutzutage stehen echt unter Hochspannung. Ja, was für ein Spruch. Das kann ja nur von einem Elektriker kommen. Sehr viel Kreativität von Game Freak. Ach, Taubsi. Habe ich eigentlich überhaupt schon mal einen Taubsi gefangen? Ja, das kann man oben rechts an dem Pokéball sehen. Vielleicht sehen wir ja später mal. Ja. Vielleicht sehen wir ja später nochmal nach, wenn der Pokéball nicht da ist, wie das nochmal aussieht. Aber ich weiß echt nicht, ob ich schon ein Traumato habe. Ah, hier steht auch noch so ein Elektriker. Ich will euch nicht ansprechen, ihr sollt mich ansprechen. Tag auch. Sind die Leistungen bei dir zu Hause alle sicher? Leistungen, genau. Da ist kein S. Leitungen. Das weiß ich nicht, ob meine Leitungen alle sicher sind. Hauptsache, sie sind da, wo sie hingehören. Dennis. Gibt das so einen Kinofilm, Dennis? Oder so, so ähnlich. Jetzt trotzdem noch mal, ich mach's mal diesmal mit Blättertanz.
Halt nur ein Pokémon. Jawohl. One Hit. Aber ich muss heute mal Caro wieder mit nach vorne nehmen. Du stehst ja völlig unter Strom. Ja, genau. Gerade eben war ich noch unter Hochspannung. Jetzt bin ich voller Strom. Ach, Radfahrts, komm. Radfahrts, lass mich in Ruhe. Caro. Caro nach vorne nehmen. So, Team. Ein Tauboga. Ich habe, glaube ich, noch keinen Tauboga, oder? Ich sehe mich gerade eins. Schauen wir doch mal. Tauboga. Nee, habe ich auch schon. Okay. Der Gentleman. Nö? Doch. Immer dieses Zweimal-Anlauf. Bisher habe ich noch nie gewonnen. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was alle anderen sagen. Ich bin der Stärkste, ich bin der Tollste. Und der Watchers ist einfach, hat noch nie gewonnen, sagt er. Sagt er. Bullpix. Ja, können wir dann einen Schaufler ansetzen mit Caro. Nutten. Macht die Caro schon. Aber sicher doch. Tja, Konfustrahl trifft leider nicht. Tut mir leid. Er hat auch nur ein Pokémon, das auch nur Level 18 ist. So, besiegt. Oh, das habe ich kommen sehen. Ja, das glaube ich. Wenn du sagst, du hast noch nie gewonnen, war das ja klar. Man hätte ja fast seinen Spruch schon kommen sehen müssen. So, der kleine Knirps mit Hornio auf dem T-Shirt. Bei Pokémon-Kämpfen wird nicht geschummelt. Man kämpft ohne Tricks und doppelten Boden. Echt? Hm, eine Taktik, oder wie? Luca. Nidorino. Hm, nicht schlecht für den Kleinen. Trotzdem nur Level 16. Caro krebt sich ein. Hornattacke. Nix da. Nicht getroffen. Und Nidorino. Bis sie. Vier Erfahrungspunkte, okay. Hä? Aber wie? Ja, wie wohl? Ich verstärke halt so. Ganz einfach. So. Ja, ich glaube, ich komme es mir bekannt vor. Weißt du, was mir an Route 11 gefällt? Dass sie aus zwei gleichen Zahlen besteht. Das wirkt so schön ordentlich. Ich bin nämlich selbst ein sehr ordentlicher Trainer-Coach, musst du wissen. Willst du wirklich einen Trainer-Coach herausfordern? Ja, ich will kämpfen. Na dann, ich werde mich nicht zurückhalten. Legen wir los. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt sogar einfach. Dante. Setzt Radfahrts ein. Oh nee, komm. Ernsthaft? Ein Radfahrts, sonst nix. Jo, was für ein Trainercoach. Level 21. Okay. Caro, mach das Radfahrts fertig. Los, sofort. Batsch. Nö. Obwohl es sehr effektiv ist, nicht mal ein One-Hit. Wow, krass. Tja, dann halt nochmal Durchbruch. Batsch. Wunderbar.
Dann war das Ratpatz. Dante ist besiegt. Du bist wirklich stark. Zack da. Du bist echt stark. Jetzt habe ich gute Laune. Deswegen schenke ich dir das hier. 5 Evoli-Bonbons. Ja, da muss ich ja davon ausgehen, dass man Pikachu-Bonbons bekommt, wenn man Pikachu hat. Mit einem Evoli-Bonbon kannst du ein Evoli dauerhaft stärker werden lassen. Wenn du auf der Suche nach Bonbons für ein bestimmtes Pokémon bist, solltest du möglichst viele Exemplare davon fangen und sie an den Professor schicken. Alles klar. Genau, also, ich laufe jetzt mal kurz hier rüber, aber es war doch ganz klar, das ist Urania City. Wo wollte ich noch mal hin? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ich habe doch mal irgendwo eine Karte gehabt, oder? Wollten wir nicht ganz nach unten? Was? Ich habe einen Aufzugsschlüssel. Ich dachte, ich hätte einen Autoschlüssel. Ja, das wäre ein bisschen krass gewesen, so ein Autoschlüssel. Da ist eine Karte. Und da ist die Karte. Ich wollte, glaube ich, wollte ich ganz nach unten? Also, genau. Ich wollte gar nicht nach Urania City, sondern nach Fuchsania City. Und dafür fehlt doch noch einiges. Wir haben jetzt gerade mal ein Stück davon geschafft. Na gut, dann laufe ich auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zurück an die Stelle, wo ich den Part gestartet habe. Das sollte eigentlich relativ flott gehen. Ich habe nicht ein einziges Pokémon gesehen. Interessant. Oh, da lag ein Item. Gut versteckt. 5 Superbälle. Alles klar. Schön, dass es 5 sind und nicht immer einer. So, jetzt sind wir wieder auf der eigentlichen Route. Genau, Route 12. Hier habe ich Relaxo gefangen. Und dann geht es hier unten weiter. Ein Angler. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Man kann seine Angel nicht ins Wasser werfen. Wie, man kann seine Angel nicht ins Wasser werfen, Fred? Das irgendwas habe ich falsch verstanden. Ein Tentacher. Wahrscheinlich jetzt auch eine ganz andere Stärke, oder? Ich glaube, ich muss Karo auswechseln. Ja, Level 36. Ich hätte Visaflor aufladen sollen. Ich nehme Neo und setze eine Psycho-Attacke ein. Vielleicht einfach mal danach eine Runde aufladen. War das Surfer? Ich hätte es mal lesen sollen. Okay, das hat jetzt aber nicht wirklich viel gebracht. Ist das nicht sehr effektiv? Ich guck's mir nochmal an. Psi-Welle? Nö, ist nicht sehr effektiv, okay. Bist du doch nur ein Wasser-Pokémon und gar kein Wassergift, wie ich es eigentlich vermutet hatte. Tja, dann wechsle ich nochmal. Wohl doch auf dieser Flur.
Gift-Tipp von Tempera. Oh ja, sieht nicht gut aus. Bisaflor hat nur noch 22 KP. Ich gehe direkt auf Blättertanz. Jawohl, Tentara besiegt. Aber er hat noch ein zweites Pokémon. Ich werde aber wahrscheinlich auf dieser Floor bleiben müssen. Ein Kingler. Ja. Ich krieg's trotzdem einen Blättertanz. Völlig automatisch. Jawohl. Sehr effektiv und besiegt. Nice. 596 Erfahrungspunkte. Bisaflor ist Level 35. Ja. Wow. Hat auf jeden Fall schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Im Mew ist auch Level 35. Fred wurde besiegt und ich habe verloren. Zack da. Gut, hier gibt es ein Haus, was es da drin wohl zu entdecken gibt. Ah. Ich bin, wer bin ich eigentlich? Das solltest du eigentlich wissen, aber vielleicht ist er senil. Verflixt und zugenäht, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Jetzt doch? Nanüchen! Was für eine Begrüßung. Weißt du etwa, wer ich bin? Was passiert, wenn ich sage, der ist der Mr. Zauber? Was sagst du, Mr. Zauber? Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Du hast recht, das muss mein Name sein. Ich bin mir ganz sicher, ich bin Mr. Zauber. Vielen Dank, dass du meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen hast. Hier, nimm das. Du erhältst TM32 Zauberschein. Okay. Dann sprechen wir ihn gerade nochmal an. Mit Hilfe der TM32 kannst du einem Pokémon die Attacke Zauberschein beibringen. In Kanto sind solche Attacken vom Typ Fee extrem selten. Na, okay. Und was ist, wenn ich rausgehe und wieder reingehe? Hat er dann sein Gedächtnis wieder verloren? Nö. Interessant. Sehr interessant. Vielleicht morgen. Vielleicht hat er morgen sein Gedächtnis wieder verloren und dann kann man ihm sagen, dass er eigentlich der Attackenverlerner ist. Aufladen wollte ich. Medizintasche. Supertrank. Achso, 60 Punkte. Nee, das Bisaflor braucht mehr. Hypertrank. 120. Ja, okay. Ist ein bisschen overdressed. Ein bisschen. New vielleicht auch noch. Da passt das aber fast mit 95. Caro kriegt auch was, aber nur einen Supertrank. Oh, sehr gut. Perfekt. Wunderbar. Achso, ich sollte vielleicht gegen ihn kämpfen. Wird hier noch das Team umstellen. Ich gehe davon aus, dass eigentlich verhäuft Wasser-Pokémon kommen. Daher Bisaflor an vorderster Front. Und guten Tag. Sagt dir Fangserien etwas? Wenn man mehrere Pokémon derselben Art in Folge fängt, erhöht sich die Chance darauf, einem starken Exemplar zu begegnen. Achso, der möchte gar nicht kämpfen. Auch gut. Trotzdem danke. Oh je. Erstmal den Strauch zerschneiden und dann begegnen wir einem Musiker. Ob er uns anschreien wird? Nö.
Mein Spezialgebiet ist Elektrizität. Daher kenne ich mich mit Pokémon aus dem Meer nicht aus. Ist ein halber Rapper oder so. Elektromusiker Xavier. Xavier. Oder Xavier. Ich weiß nicht genau, wie man das richtig ausspricht. Wir haben hier ein Electek. Interessant. Da ich mit Pflanze nicht besonders weit komme, gehe ich mal auf Karo. Sternschauer. Ja, ist okay. War jetzt nicht so schlimm. Dann setzen wir Schaufler ein. Anfang dürfen wir nicht, also kommt noch ein Sternschauer hinterher. Okay, jetzt haben wir die Hälfte von Karos Energie verloren. Okay, okay. Ich hoffe, falls das jetzt nicht klappt, dass Karos nächste Sternschauer überlebt. Genau, es hat nämlich nicht geklappt. Electric lebt noch. Oder ist noch da. Nochmal Stern, nochmal Schaufler und Sternschauer. Ja, 15 KP übrig, aber Karo hat es Gott sei Dank überlebt, aber ist jetzt im roten Bereich. So, Schaufler, los. Jawohl, das wäre jetzt doof, wenn das Electek überlebt hätte. Dann hätte ich wieder Sternschauer abbekommen oder ich hätte tauschen müssen oder ich hätte aufladen müssen. Aufladen muss ich trotzdem jetzt. Stromkreis unterbrochen. Schade, dass es jetzt kein ganzer Satz war. So, ein Item. Oh, ich finde einen Wasserstein. Sehr schön. Beutel. Ich werde jetzt noch Karo aufladen. Reicht 60? Nicht. Aber es ist nur ganz, ganz knapp. Es fehlt da echt nicht mehr. Genau, drück einfach zweimal drauf. Ja, egal. Na gut, bald werden die Supertränke eh nicht mehr groß benötigt. Dann braucht man selbst nach einem Beleber etwas. Ich überlege gerade, ein Kampf noch? Nee. Ich würde sagen, das war's denn für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn ihr euch auf die nächste Folge freut. Und bis zum nächsten Mal.